Aber alles wird gut. Es ist schon ein bisschen makaber, das zu sehen, auf jeden Fall. Ein bisschen ist gut. Sehr makaber. Also, hallo und willkommen zu einem weiteren Video, in dem wir uns ein Spiel ganz genau anschauen werden. Diesmal bin ich alleine und ich muss euch nochmal, wie ihr am Titel schon erkennt, zurück nach Night City bringen. Es tut mir ein bisschen leid, aber es gibt da so ein... Kennt ihr das, wenn ihr ein Ohrwurm habt von einem Lied? Und es geht einfach nicht aus eurem Kopf. Was macht ihr dann? Richtig, ihr müsst das Lied nochmal von Anfang bis Ende hören. Und genau das machen wir jetzt mit der Mission, die ich euch heute mitgebracht habe. Die heißt The Hunt und sie verstört mich unfassbar sehr. Warum, erkläre ich euch jetzt. Und zwar ist The Hunt für mich so verstörend und es beschäftigt mich bestimmt seit ungefähr Januar, Februar, an dem ich das Spiel zum letzten Mal angefasst habe, intensivst. Ich habe sogar ein ganzes Reddit-Forum zu dieser Mission gefunden, in dem die Leute meinen, nicht nur, dass es super verstörend ist und zerstörend ist für manche, denn es bewirkt bei manchen Spielern tatsächlich auch eine posttraumatische Störung. Oder erweckt sie wieder, weil dieser Täter und gewissermaßen auch der Protagonist, wenn man mich und Detective Ward, der da mitmacht, ausnimmt, ist relativ nachvollziehbar. Warum, erkläre ich euch sofort. Wir werden die Mission auch nicht ganz am Anfang anfangen, sondern ich springe dann irgendwann rein. Mitten in der Mission am spannendsten Teil bei der Edgewood Farm. Aber bevor wir da hinkommen, ganz kurz der Ablauf, wie diese Mission überhaupt in die Gänge kommt. Die Mission The Hunt findet relativ früh im Spiel statt. Und zwar direkt nach I Fought the Law. Ihr seid dabei in Haywood. Ein bisschen witzig, weil die Farm, um die es geht, Edgewood Farms heißt. Ihr lauft dabei durch Haywood und wartet auf Detective River Ward. Oder ihr kennt sie bestimmt eh, wenn ihr schon die Romanze mit River eingegangen seid, dann kommt ihr um diese Mission halt nicht rum. Detective River Ward zeigt euch dann im Zuge dessen ganz, ganz am Anfang schon einen kleinen News-Clip, in dem ein Junge entführt wird, irgendwie zufällig von der Polizei entdeckt wird, der Täter läuft weg, wird angeschossen, überlebt den Anschuss, wird dabei nicht gefasst und River erzählt euch, dass er im Zuge dessen seinen Neffen gerade vermisst, denn der wurde auch irgendwie, der ist spurlos verschwunden und der Junge, der gefunden wurde, er hatte die Schuhe des Neffen an. Und so beginnt eure Mission bereits etwas verstörend. Wenn ihr ganz genau auf den Text achtet, merkt ihr außerdem, dass der geflohene Täter Peter Pan genannt wird von der Presse. Und das ist eine kleine, aber sehr interessante Notiz, die ihr euch jetzt in eurem Kopf vermerken solltet. Aber außer Peter Pan gibt es am Anfang der Mission, das werden wir gleich auch nicht sehen, ich bin sofort gleich im Spiel, hört mir noch ein kleines bisschen zu. Denn bevor wir an diese Edgewood Farm überhaupt kommen, müssen wir in ein Labor und dort nach noch mehr Hinweisen suchen. Und dort findet ihr ein kleines Easter Egg. Also ich glaube, die meisten von uns haben Cyberpunk 2077 eh schon durch und deswegen... Könnte ich es auch nennen, aber ich spoiler euch mal nicht, was für ein Easter Egg sich in diesem Labor versteckt. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass es vielleicht ein wenig mit Death Stranding zu tun hat. Auf jeden Fall, nachdem wir in diesem Labor waren und alles geklärt haben, müssen wir zu Rivers Schwester Joss aufs Land rausfahren. Und Joss und River haben so einiges mit Landwirtschaft am Hut. Auf jeden Fall hat River die Familie von Jess, seiner Schwester, die ganze Zeit unterstützt und kauft im Zuge dessen Jess auch einen neuen Wohnwagen. Und in diesem Wohnwagen wohnt Randy. Und Randy ist der verschwundene Neffe. Und in diesem Wohnwagen müssen wir ein bisschen rumkramen, seine Sachen anschauen und stellen dabei fest, dass er auf einer Plattform unterwegs war, ich glaube, es sind nicht mal Foren, ich glaube, es ist wirklich eine Webseite, wo er gezielt hingegangen ist und dort von Anthony oder Peter Pan, wie auch immer ihr den Täter nennen wollt, dazu manipuliert wurde, entführt zu werden. Also wirklich wegzugehen, gezielt dahin zu gehen, wo Anthony ihn haben wollte. Und dann wurde er von Anthony auf diese Edgewood Farm entführt. Und so fangen wir jetzt bei der Farm an, die Edgewood Farm, wie sie heißt, ist euer Ziel. Wenn ihr auf einer anderen Farm landet, und das ist tatsächlich möglich, wusste ich auch vorher gar nicht, ist mir erst bei
Recherchieren aufgefallen. Wobei, so viel recherchieren kann man gar nicht, denn Edgewood Farm und The Hunt ist nicht so krass. Es gibt noch nicht so viele Analysen oder Interpretationen dazu. Woran genau das liegt, weiß ich nicht. Ich weiß, dass es viele Leute gibt, die in den Braindances, bevor man nämlich zu der Edgewood Farm kommt, muss man ein paar Braindances machen und man muss sich so ein bisschen damit auseinandersetzen und Hinweise sammeln. Und das macht man, indem man sich drei Braindances anguckt insgesamt. Und in diesen... Okay, River. In diesen Braindances gibt es eine Frau, die so ein bisschen reingeglitscht ist. Man weiß noch nicht so ganz, ob sie einfach ein Easter Egg ist oder ob jemand vergessen hat, die rauszupatchen und sie eigentlich noch eine eigene Storyline hätte. Denn sie ist ein NPC, den man auch im Braindance anvisieren kann. Und den man... Hallo, River. Den man... Und den man auch... also der auch einen Namen bekommen hat, aber keine richtig weitere Beschreibung. Und diesen Namen findet man auch nicht so wirklich bei Cyberpunk 2077. Genau. Und das ist eine versteckte Sache, die man irgendwie... bei der sich viele Spieler fragen, so, was ist da los gewesen? Aber so richtig dazu, was Anthony jetzt so macht, gibt es keine Erklärung, auch keine offiziellen und auch keine legitimen Analysen, die das alles erklären. Ja, insgesamt zum Gameplay will ich gar nicht so viel sagen, weil hier in dieser Folge soll es darum gehen, was für Tropes sich hier verstecken, was hier eigentlich passiert. Wir wollen mal die Ersten sein, die sowas analysieren, denn zu Cyberpunk gibt es tatsächlich nicht sehr viele Gedankengänge. Wobei ich finde, dass diese Mission, vor allem diese Mission, aber es gibt da noch ein paar andere mit Peralis zum Beispiel, die finde ich alle super spannend. Man kann richtig viel daraus lesen. Wir hatten ja zum Beispiel auch unseren Talk mit Professor Dr. Schwingeler, der selbst auch viel Kulturelles und viel im Genre Cyberpunk zu Cyberpunk, zu der Erzählung von Cyberpunk 2077 gesagt hat. Ja, über The Hunt haben wir da auch tatsächlich ein bisschen geredet, weil das so ein bisschen... Ich hab mich halt gefragt, ob diese Farm... Ich zeig's euch einfach gleich. So, insgesamt sind die Missionen hier in dem Zusammenhang nicht sonderlich schwer. Man muss halt aufpassen, dass man hier nicht von den Kameras oder von diesen Geschützen erwischt wird. Die kann man aber relativ gut, weil es auch relativ früh ist, mit Low-Level gut abschalten und umgehen. Wenn ihr allerdings euch noch ein bisschen von dem Wachturm fürchtet, könnt ihr hier reingehen, in dieses Häuschen nebenan und da müsst ihr einmal hochgehen, denn es gibt einen geheimen, versteckten... Ach, das ist so witzig, dass es hier auch schon angezeigt wird. Es gibt hier nämlich einen geheimen, versteckten Gang, Raum. Und der ist hier freizuschalten. Also wenn ihr hier einmal kurz schaut mit eurem Hacker-Fähigkeiten. Ich weiß, viele spielen gar nicht so mit Hacks, aber ich liebe das. Ihr könnt auch hier einmal kurz euch in dieses Terminal ja, hacken oder es einfach mal so ein bisschen ausspionieren und euch durch die Nachrichten klicken. Diese Nachrichten habt ihr bereits bei Brandy auf dem PC genauso vorgefunden. Also spätestens jetzt könnt ihr euch 100% sicher sein, dass ihr den Täter wirklich gefunden habt und nicht eine fremde Person versucht umzubringen oder zu schnappen. Hier könnt ihr jetzt nämlich die Verteidigungsanlage, dann rennt zur Scheune. Das kleine Ding betätigen und ausschalten. Erinnert ihr euch noch daran, wie ich gesagt habe, merkt euch Peter Pan. Hier findet ihr nämlich diese einhändige Keule namens Tinkerbell, die auch selten ist, aber vor allen Dingen natürlich auch eine Referenz darauf, eine makabere Referenz darauf, was hier eigentlich passiert. Denn Peter Pan entführt die Kinder ja auch so ein bisschen ins Wunderland. Und das tut Anthony auch, zumindest denkt er das. Anthony, spätestens seitdem wir den Cartoon gesehen haben, wissen wir, dass Anthony
ein kleines psychisches Problem hat, das mit seinem alkoholischen Vater zu tun hat. Denn das, auch das erfahren wir in den Braindances. Sein Vater war sehr gewalttätig und sehr gemein und auch einfach nur ein Alkoholiker, der Anthony sehr, sehr schlecht behandelt hat. Und wenn ihr euch die Reddits durchlest, die ich gerade erwähnt habe, dann stellt ihr auch fest, dass sich die Leute dabei sehr viel darüber unterhalten, was wäre aus Anthony passiert, wenn er eben nicht diesen Dad, sondern einen normalen Vater gehabt hätte? Dann wäre er vielleicht Doktor geworden, und es ist sehr süß, wie sich die ganzen Leute darüber unterhalten, wie es gekommen wäre, wenn er nicht so verrückt geworden wäre. So, was Anthony genau macht, erkläre ich euch gleich, zeige ich euch gleich einfach mal, denn das ist ein bisschen creepy. Und deswegen sind wir eigentlich hier. Wir sind ja eigentlich hier, um mir nochmal so die Traumata zu nehmen, die ich von dieser Mission hatte. Ja, was ich jetzt nicht aufgehoben habe, weil ich es euch zeigen wollte, hier liegt eine von drei versteckten Splittern. Die anderen zwei sind nicht so wichtig, die sind auch nicht selten, sondern die findet man auch an anderen Stellen. Es gibt eine, die über Chemikalien redet, und eine andere, die auch über so Abgase redet. Und da kann man natürlich auch den Schluss ziehen, weil es sich hier um eine Farm handelt. Und übrigens auch sehr interessant, als Teenager oder als Kinder hatten River und seine Schwester Jess ja noch Eltern. Und diese Eltern haben ebenfalls eine kleine Farm gehabt. Die wurde von einer großen Kooperation dann aber aufgekauft. Und das führte dazu, dass Rivers und Joss Eltern sich dann eine kleine Lebensmittelladen aufmachen mussten und ganz normale Verkäufer waren. Und zu viert haben die dann als Familie über diesem Lebensmittellädchen gewohnt. Ja, eines Tages kamen dann zwei, ich glaube, die waren auf Drogen und wollten einfach ein bisschen randalieren, kamen in diesen Laden rein, das war noch vor 2077, und haben die Eltern von Joss und River umgebracht und haben River dabei eine Waffe in die Hand gedrückt und gesagt, bring deine Eltern um oder bring deine Mom um oder so. Also die waren total verrückt, und das hat River natürlich auch sehr geschädigt. Ich glaube, daher kommt auch Rivers, ich bin mir nicht sicher, ob ich euch jetzt anlüge, aber ich meine, daher kommt auch, wo ist er? Rivers Auge. Hier, der hat ja hier so ein Metallauge. Und ja, das ist nicht nur tragisch, sondern auch makaber, weil er jetzt wieder auf diese Farm zurück muss. Und trotzdem ist River halt ein guter Mensch geworden. Vielleicht kann man da auch eine Parallele zu ziehen und sagen, okay, man kann sich halt wie Anthony entwickeln oder man entwickelt sich halt wie River, wenn einem ein traumatisches Erlebnis zugestoßen ist. So, ich hoffe, ich kann jetzt immer noch den Splitter lesen. So, nach Ewigkeiten suchen habe ich es endlich gefunden. Den Splitter, den wir bekommen haben, heißt Teenager verstehen, und ihr findet ihn unter Sonstiges, wenn ihr ihn aufgehoben habt. Und ich weiß, dass viele Splitter nicht lesen, aber da verstecken sich sehr viele Worldbuilding-Elemente drin. Und gerade für diese Mission ist dieser Splitter sehr interessant. Teenagerjahre sind die wohl schwierigste Zeit im Leben eines Menschen. Die Hormone spielen verrückt. In all der Verwirrung muss man auch noch herausfinden, wer man eigentlich ist. Das ist der Punkt, an dem Teenager anfangen, außerhalb der eigenen Familie nach Respektpersonen zu suchen. Im eigenen Umfeld, aber auch bei Prominenten oder Rockerboys. Was übrigens eine Klasse in dem originalen Pen and Paper von Cyberpunk Red ist, dass die hier nicht aufgeführt wird, aber die so ein bisschen in Richtung Johnny geht. Also so Leute in Bands, die auch sehr gut im Kämpfen sind. Und sogar Fixern und Söldnern. Um von einem Teenager als Respektperson akzeptiert zu werden, brauchen sie nicht viel mehr als einen eigenen Stil, eine Attitüde, die das System kritisiert, und das Wichtigste, sie müssen den Teenager davon überzeugen, dass sie und nur sie die Welt durchschauen. Und dieser Splitter weist so ein bisschen darauf hin, auch gerade wo man ihn findet, dass Anthony sich sehr, sehr wohl damit beschäftigt hat, wie das alles funktioniert mit der Manipulation von kleinen Jungs. Also es sind sehr oft einfach minderjährige Jungs, die entführt werden. Also es gibt keine einzige Frau in dieser Mission. Außer wie, wenn ihr eine weibliche Wie seid. Und hier sieht man dann auch nochmal, um darauf hinzudeuten, was hier eigentlich passiert ist, die ganzen Gesprächsverläufe mit den Usern.
Und darunter auch mit B, Randy. Brandy halt, der Neffe von River. Und River hat keinen Bock mehr zu warten. Übrigens auch ganz witzig, dass hier noch ein geheimer Raum ist, denn geheime Räume sind ja relativ oft bei, also bei Cyberpunk 2077 in general, aber auch witzig, weil hier River eine gewisse Parallele zu Perales hat und die Perales-Quest, da werden geheime Räume bekommen, da auch nochmal eine ganz, ganz andere Bedeutung. Das fand ich irgendwie schön, dass sie das hier auch mit eingebaut haben. Und optional. Also das Wichtigste hier sind einfach diese, wenn wir mal zum Gameplay kommen wollen, dass ihr nicht auf diese Minen steppt. Ansonsten diese ganzen Überwachungssysteme sind relativ schnell auszuschalten. Und da ist noch so ein Splitter, der ist auch nicht ganz interessant. Und ja, diese Treppe müsst ihr quasi finden, um reinzukommen. Dann schreit River noch ein bisschen rum. River, schnell! Komm her. Und ihr wartet auf ihn, bis ihr hier hochgekommen seid. Wenn ihr euch zu weit hier entfernt von der Edgewood Farm, dann kann es passieren, dass River erschossen wird und sein Neffe stirbt. Also passt auf, dass ihr nicht zu weit rauslauft, wenn ihr einmal auf dieser Farm seid. Wenn ihr hier seid, müsst ihr mit River runterspringen. Wenn ihr alles ausgeschaltet habt, ist das sehr einfach. Wenn ihr hier nach rechts geht, dann findet ihr noch was Interessantes, denn hier ist ein geheimer Raum. River läuft jetzt direkt, um seinen Neffen zu suchen. In diesem geheimen Raum gibt es zwar ein bisschen Geld, aber auch wieder ein paar Informationen. Und ihr könnt die Überwachungssysteme ausschalten. Also so viele Infos gibt es hier gar nicht. Ne? Hier gibt es halt das Net und hier diese Junk-Dokumente. Aber alles hat so... Ich habe das beim ersten Durchgang sehr schnell tatsächlich gemacht, weil das alles so unangenehm war. Ich wollte da einfach ganz schnell aus dieser Scheune raus. Ja, und jetzt seht ihr hier, was zum Teufel macht. Los, verdammt! Und Vorsicht vor dem automatischen Abwehrsystem, es ist extrem! Schnell, schalt alles ab! Das ist tatsächlich genau die gleiche Scheune aus dem Braindance, logischerweise, denn da haben wir auch die Hinweise gefunden, wo diese Scheune überhaupt ist. Und das hier ist der Raum, wo der kleine Anthony sich als einzigen Ausweg... seinen einzigen Ausweg aus seiner Kindheit quasi okay, vorgestellt hat. Und zwar im Cartoon. Und er ist ein bisschen... Das war halt sein einziger Bezugspunkt. Dieser Cartoon war seine einzige Vertrauensperson. Und das Ding bei Anthony ist, warum er das überhaupt macht, was er da überhaupt macht. Wenn ihr es genau wissen wollt. Chemikalien, auch interessant, dass wir hier nochmal die Chemikalien finden. Die finden wir auch an anderen Stellen, gerade viele Sachen, die so ein bisschen Umweltzerstörung symbolisieren, finden wir diesen Splitter auch immer. Aber gerade hier auch, denn Anthony Peter Pan pumpt hier definitiv ist es vielleicht, also vielleicht ist es auch nicht definitiv, aber vielleicht ist es auch eine Referenz auf Anthony Hopkins und damit natürlich auch so auf andere große gruselige Horror-Psychopathen, Kannibalen-Figuren in der Populärkultur. Aber unser Anthony verfüttert quasi die Hormone, die Kühen gegeben werden oder wurden, damals, als sein Dad diese Farm noch geleitet hatte, bevor er an Alkoholismus zugrunde gegangen ist und Anthony komplett alleine gelassen hat im Endeffekt und seine Frau getötet hat auch, glaube ich. Ja, kidnappt junge Jungs und verfüttert denen diese ganzen Hormone und Chemikalien. Und das wird hier mit diesem Splitter auch nochmal irgendwie klarer oder mitreferenziert. Und um jetzt überhaupt Anthony befreien zu können, müsst ihr mindestens zwei andere Männer befreien von diesen Schläuchen. Diese Schläuche sind übrigens Referenzen auf so Futter. Wir holen dich hier raus. Du bist etwas dehydriert, aber alles wird gut. Ist schon ein bisschen makaber, das zu sehen, auf jeden Fall. Ein bisschen ist gut. Sehr makaber. Also ihr müsst mindestens zwei befreien. Ihr müsst nicht alle drei befreien. Zwei von denen sind immer noch am Leben. So that's good, I guess. Du lebst. Hey, ruhig. Und einer. Jetzt wird alles gut. Nicht so sehr.
Genau, und ab jetzt, wenn ihr zwei befreit habt, könnt ihr quasi direkt zu River gehen und ihm helfen. Genau, und der hier ist leider schon von uns gegangen. Der Junge ist schon ein paar Tage tot. Genau, diese Masken, die aufhaben, sind eine Referenz auf Futtermaulkörbe, die Pferden im Ersten Weltkrieg gegeben wurden. Ich weiß gar nicht, wie lange die dann noch benutzt wurden, generell im allgemeinen alltäglichen Gebrauch von Nutztieren. Jetzt müsst ihr kurz River helfen, Anthony zu befreien. Auch super unangenehm. Also diese Mission macht alles richtig, um furchtbar unangenehme Stimmung zu erzeugen. Und das ist Randy. Er scheint noch zu leben. Ja, ganz am Anfang war ich mir überhaupt nicht sicher, ob der jetzt wirklich noch lebt oder was mit River los ist, weil das da ja gar nicht richtig angesprochen wird. Aber jetzt springen wir direkt zum Morgen über. Wir haben die ganze Nacht für diese Mission gebraucht in Cyberpunk-Zeitrechnung. Und wir sehen, das NCPD ist bereits da. Der Täter wurde gefasst und... Ja, haben wir. Aber für mich ist das noch nicht vorbei. Das hier ist wichtig, wenn ihr wirklich diese Romanze mit River noch nicht hattet. Muss dieser Bastard büßen. Denn da müssen wir gleich auswählen, dass wir River helfen. Wenn ihr das nicht macht, könnt ihr die Romanze mit River später im Café nicht triggern. Wenn ihr euch also gefragt habt, warum kriegen wir das nicht hin, liegt es an dieser Mission. Was willst du machen? Ihn töten? Ja, ihm das Leben mit bloßen Händen rausquetschen. Der Wichser muss sterben. Das werden wir beide. Wenn ihr sagt, tu es nicht oder tu, was du willst, aber ohne mich, dann könnt ihr ich will den River nicht näher kennenlernen. Danke für dein Verständnis, Vee. Aber das ist nur zwischen mir und Harris. Ich nutze jetzt das Chaos und erledige ihn auf meine Art. Willst du wirklich keine Hilfe? Die schnappen dich. Werden sie nicht. Ich war Detective, schon vergessen. Ich weiß, wie man Spuren verwischt. Aber denk dran, ich bin für dich da, wenn du mich brauchst. Jederzeit. Ich brauche nur etwas Zeit. Aber ich werde es mir merken. Wir sind bereit zum Abflug. Kommen Sie mit oder nicht? Wirklich, Vee. Danke. Was ich bei Cyberpunk wirklich sehr mag, ist das... Keine Ursache. Und meld dich, wenn du deine Meinung änderst. Oder einfach nur reden willst. Dass wir wirklich so unfassbar viele Akzente haben, egal in welcher Sprache wir das spielen würden. Ja, wir bleiben noch eine Runde auf der Edgewood Farm, denn ich habe euch noch nicht so ganz die Hintergründe hinter Anthony erklärt, außer dass er verrückt geworden ist und weil er als Kind misshandelt wurde. Was Anthony da macht, habe ich ja gerade schon ausgeführt. Die Frage, die ihr euch jetzt vielleicht stellen könntet, ich will nicht, dass Johnny mit mir redet und wieder rumschreit. Johnny schreit echt viel rum in dem Spiel. Ja, der Grund, warum Anthony, Peter Pan, wie auch immer ihr ihn nennen wollt, das alles überhaupt macht, ist, das ist so ein bisschen der allgemeine Konsens. Ihr könnt auch andere Interpretationen davon haben. Und wenn ihr die habt, dann lasst mich die unbedingt in den Kommentaren wissen. Denn das ist wirklich sehr spannend für mich persönlich, aber auch, glaube ich, allgemein für die Mission zu verstehen, was da überhaupt passiert und was diese Farm ist, außer dass sie super... ein unschönes Gefühl auslöst. Anthony bekommt vom Vater gesagt, ich glaube, das ist auch in der ersten Braindance-Sequenz, bekommt er von seinem Vater gesagt, dass er diese Kühe, während er sie füttert, tötet. Und das hat ihn als Kind mega verstört. Das sieht man daran, dass wenn man in der zweiten oder dritten Sequenz dem Vater folgt und dann steht man in so einer leeren Halle, vielleicht kann ich das gleich auch noch einblenden, steht man in so einer leeren Halle und dieses Futter der Kuh verwandelt sich in diese Kuh und sie hat dann auch diesen
Futtersack an und ist quasi, kann halt nichts hören und sehen und ist total verstörend. Und aber auch so ein bisschen das Symbol dafür, dass er die tötet. Und kurz darauf sieht man eben diesen Cartoon, den wir auch gesehen haben, den wir auch vorher auf dem Computer von Brandy gefunden haben. Und das ist ja auch ein bisschen symbolisch dafür, dass sich Anthony sehr damit identifiziert, mit dem, was er da macht, aber er kommt damit nicht klar. Und das, was er versucht, mit diesen jungen Jugendlichen zu tun, ist quasi, denen zu helfen. Es klingt mega eigenartig und auch sehr eklig, aber er versucht quasi durch und mit diesen Mitteln, die er mehr oder weniger zur Verfügung hat, oder er denkt, dass er es tut, versucht er diese jungen Männer, die nicht klarkommen mit ihrem Umfeld, sie zu fixen, also sie zu reparieren. Und er denkt, er macht es quasi mit diesen Hormonen, die er denen füttert. Ja, das ist alles sehr verstörend und super eklig. Und ich hoffe, ihr konntet mit mir ein bisschen dieses traumatische Erlebnis von The Hunt aufarbeiten. Und vor allen Dingen habe ich hoffentlich jetzt für euch die Frage beantwortet, warum das die verstörendste und gruseligste Nebenquest ist, die man in Cyberpunk 2077 findet. Außerdem, auch ein sehr interessanter Punkt, den man gerne weiterführen kann, ist natürlich, inwiefern diese Peter Pan-Metapher dort legitim ist oder inwiefern die dort zutrifft, ob es noch mehr Parallelen gibt, sogar, die ihr da vielleicht gefunden habt. Edgewood und Haywood ist auch ein interessantes Wortspiel, worüber man noch reden könnte. Und ja, natürlich könnt ihr mir sagen, warum ihr nicht findet, dass das die verstörendste Nebenquest war, weil ihr vielleicht noch eine krassere gefunden habt. Und vielleicht habt ihr euch auch über diese Frau gefragt, die in der zweiten Braindance-Sequenz von Anthony drin vorkommt. Und vielleicht interessiert euch das auch oder ihr habt da schon mehr Einblicke zu und habt schon mehr auf eigene Faust herausgefunden. Lasst mich das alles in den Kommentaren wissen. Ich freue mich sehr, mit euch darüber zu diskutieren. Und jetzt wünsche ich euch erstmal einen schönen Restfreitag. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Guten Morgen, Night City! Das Ergebnis der gestrigen Leichenlotterie, eine solide 30. So viel erst einmal von mir, eurem Stan. Genießt euren Tag in der Stadt der Träume.